So, wir starten in das Vortragsprogramm des Nachmittags und wir haben jetzt auch wieder ein absolutes Highlight in unserem Programm. Wir haben nämlich eine ganz wunderbare Panel-Discussion mit sehr hochkarätigen Panelisten und es geht um ein Thema, das uns in der Maker-Community natürlich auch extrem am Herzen liegt. Wir sind ja natürlich nicht nur Entwickler und Entwicklerinnen, sondern wir wollen auch Dinge reparieren können und zwar auch selbst reparieren können und wir wollen auch, dass die Dinge reparaturfähig sind und genau um dieses Thema, um Reparatur und Reparaturfähigkeit, darum soll es jetzt gehen in der nächsten Stunde und damit übergebe ich an den Moderator dieses Panels, Bernhard Kurz von der Hochschule München und freue mich auf eine spannende Diskussion. So. Bin ich sehr gut. Grüß Gott zusammen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Make Munich. Ich darf Sie begrüßen zum Podium oder vielleicht auch zu einer Podiumsdiskussion, infolgedessen auch verknüpft mit der Bitte und der Aufforderung, wenn Sie hier noch Fragen, Beiträge oder Ähnliches haben, dass Sie sich bitte einfach melden, denn wir haben ausgesuchte Fachleute mit dabei zu diesem Thema Reparatur und Reparaturfähigkeit. Bitte einfach schon mal mit dazukommen. Ich habe noch ein paar einleitende Worte dazu, um das Ganze zu positionieren. Es ist eine Veranstaltung der Hochschule München. Die Hochschule München, vielleicht bekannt, ist eine der größten Hochschulen mit einem sehr breit gefächerten Studienangebot. Das reicht von Technik über Wirtschaft, betriebswirtschaftliche Aspekte bis hin in die Themenbereiche Kultur, Kunst, Gestaltung, Design. Was hat man jetzt aber Reparatur mit dieser Messe, wo es ja eher um Maker geht, um die Make Munich oder vielleicht auch mit dem Motto, mit dem die Hochschule München hier vertreten ist, nämlich dem Play, Think, Make zu tun. Normalerweise, wenn man heute so die Werbungen der Baumärkte ein bisschen Revue passieren lässt, dann geht es ja immer darum, mach dein Ding oder dein Projekt, das heißt, wir werden eigentlich mehr oder minder animiert und aufgefordert, bestimmte Sachen zu gestalten, zu entwickeln. Und in dem Zusammenhang ist, wie gesagt, dieses Thema Reparatur eigentlich intrinsisch, das heißt, ursächlich schon mal mit dabei verknüpft. Ich darf in dem Zusammenhang meine Teilnehmer vorstellen. Wir, würde ich jetzt mal sagen, Professoren der Hochschule München, haben uns hier zu ein paar renommierte Gäste eingeladen, die sich zu diesem Thema Reparatur und Reparaturfähigkeit von Geräten dann auch äußern wollen. Ich darf zunächst mal den in alphabetischer Reihenfolge, sehen Sie es hier ja auch, den Herrn Tom Hansing vorstellen. Er ist Mitarbeiter der AN-Stiftung, also eine Organisation, ich habe jetzt nicht genau rausbekommen, ob es ein e.V. ist, weiß ich offen gestanden nicht, und er betreut die Initiativen Reparatur. Darf Ihnen als nächstes den Generaldirektor des Deutschen Museums vorstellen, alphabetische Reihenfolge, sonst haben Sie schon recht, ich könnte auch diese Reihe nehmen, den Herrn Wolfgang Heckle. Ich habe auch auf Titel verzichtet hier bei dieser Auflistung, die können Sie ja überall nachschlagen oder vielleicht auch in der Ankündigung finden. Dann habe ich eine Kollegin, die, ach so, ich habe noch vergessen beim Herrn Heckle, er ist Biophysiker, war das so, mit Schwerpunkt Nanowissenschaften, was ich so entnommen habe. Mal schauen, was daher noch relevant ist. Darf Ihnen als nächstes vorstellen, die Kollegin von mir, die Frau Silke Langenberg, sie ist Architekturprofessorin und hat Schwerpunkt Bauen im Bestand und Denkmalpflege. Das heißt, ein ganz anderer Aspekt jetzt, als wie man normalerweise verknüpft mit, sag mal, Konsumprodukten oder Konsumgeräten. Aber ich meine, wenn Sie an Bausubstanz oder Ähnliches denken, ist natürlich das Thema Reparatur ein ganz zentrales. Dann habe ich einen sehr geschätzten Kollegen aus meiner Fakultät mit dabei, den Herrn Robert Meyer-Staude. Er macht im Wesentlichen nachhaltiges Konstruieren oder nachhaltige Konstruktion, also Kreislaufdenken und nicht so sehr nur diese linearisierte Denkweise, die man vielleicht unter dem bayerisch eingebürgerten Schlagwort Linear Economy kennt, aber da kann ich ja noch selber ein bisschen was dazu sagen. Und ich selber bin der Bernhard Kurz, komme auch von den Wirtschaftsingenieuren,
Ich mache Arbeitswissenschaften und Automatisierung. Eine Kombination, wie man vor Jahren noch gesagt hat, die eher exotisch wirkt. Heutzutage ist es eigentlich eben klar, dass in dem Moment, wo Sie eine Maschine bedienen, haben Sie es natürlich auch mit entsprechenden Anforderungen an Bedienbarkeit. Heute würde man vielleicht Usability oder Graphic User Interface oder ähnliche Schlagworte dafür verwenden. Ich selber habe tagtäglich mit dem Thema Reparatur zu tun, weil ich nämlich mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen in Reparaturbetrieben beispielsweise zu tun habe, im Gebäudemanagement, bei der Instandhaltung beispielsweise und komme also von daher auch zwar von einer anderen Seite, als wie wenn man Reparatur immer nur von den Geräten her denkt, damit in Berührung. Bei allen diesen Auseinandersetzungen wird eigentlich eines deutlich, dass Reparatur zum einen eine individuelle Kompetenz voraussetzt, denn wir kommen ja wie gesagt von der Hochschule München und diese Kompetenz muss ich natürlich auch irgendwie vermitteln. Zu dieser individuellen Kompetenz, die ich brauche, um überhaupt was reparieren zu können, kommt auch ein Grundverständnis fürs Objekt. Ich muss also verstehen, was die Maschine oder was das jeweilige Objekt für Eigenschaften aufweist, um in der Lage zu sein, damit umzugehen. Und Reparatur braucht auch ganz bestimmte Voraussetzungen. Also deshalb haben wir hier auch dieses Thema Reparaturfähigkeit als zweites mit dazugenommen. Jetzt könnte man natürlich so weit gehen und da würde ich jetzt so unseren ersten Teilnehmer vielleicht um ein Statement binden. Es gibt nämlich diese These, die der Herr Hansing auch geprägt hat, Forderung nach Grundrecht auf Reparatur. Und da würde ich Sie jetzt bitten, vielleicht ein paar Sachen dazu zu sagen, was Sie dafür Forderungen mit verknüpfen, verbinden. Herr Kurz, vielen Dank. Sehr gerne möchte ich das tun. Danke auch für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde, hier mich an diesem Podium zu beteiligen. Die Anstiftung ist tatsächlich eine Stiftung, also Stiftung bürgerlichen Rechts, kein Verein oder so, sondern eine Stiftung, hat ihren Sitz in München und wir beraten, vernetzen und fördern Reparaturinitiativen in ganz Deutschland, aber auch offene Werkstätten, Tüftel- und Erfinderbuden, wie es sie im ganzen Land gibt, wie zum Beispiel das Haus der Eigenarbeit in München, gibt es seit über 30 Jahren, gehört sowas wie zum Inventar der Stadt als Tüftelstube. Und seit 2013 in etwa eben beschäftigen wir uns intensiv mit den Reparaturinitiativen, Repair-Cafés, Elektronik-Hospitälern, Café-Kaputz, also mit all den Projekten und Initiativen, wo Menschen mit Reparatur-Know-how mit solchen zusammenkommen, die kaputte Alltagsgegenstände gerne selber reparieren wollen. Gab es 2013 so um die zwischen 20 und 40 werden wir dieses Jahr die Tausender-Marke knacken. Allein in München und Umland gibt es über 40 von diesen Initiativen. Und wieso braucht man dann ein Grundrecht auf Reparatur? Was soll das eigentlich sein, wenn sowieso an allen Ecken und Enden repariert wird? Und das hängt ganz stark eben mit dieser Reparierbewegung, möchte ich es mal bezeichnen, zusammen. Aus dem Repair-Manifesto von iFixit ist der Spruch: If you can't open it, you don't own it. Wenn du es nicht aufmachen kannst, gehört es dir nicht. Und tatsächlich ist es so, dass viele Gerätschaften, viele Alltagsgegenstände, mit denen wir uns umgeben, insbesondere eben elektrische und elektronische Geräte, so konzipiert, dass sie vom Endverbraucher oder ich würde mal lieber sagen von der Nutzerin, vom Nutzer, nicht geöffnet werden können. Und dieses Grundrecht, dass die Dinge, die man sich anschafft, zu öffnen sein müssen, zu studieren sein müssen, zu erforschen sein müssen, dass man selber Hand anlegt, ist so wichtig, damit man einen Bezug zu den Dingen aufbauen kann. Wenn wir nicht mehr wollen, dass Dinge so konzipiert und produziert und in die Welt gebracht werden, dass wir nur für einen sehr kurzen Moment sie nutzen und danach wie selbstverständlich dem Schrott überantworten, dann müssen wir eine neue Kultur in die Dinge und in unsere Köpfe bringen. Und das geht nur durch Öffnung. Und dieses Grundrecht auf Reparatur ist die Tür dazu. Okay. Vielen Dank für die Ausführung. Das war jetzt ja praktisch eine Steilvorlage, weil Sie gesagt haben, das braucht eine Änderung vielleicht im Mindset und das setzt, denke ich, auch kulturelle Aspekte voraus. Und unser weiterer Teilnehmer, der Herr Heckel, hat eben ein Buch verfasst mit genau diesem Titel, Die Kultur, glaube ich, heißt der Reparatur, hier mitgebracht.
Vielleicht können Sie ein paar Ausführungen dazu tätigen, was Sie in der, als kulturelle Voraussetzungen jetzt vielleicht für das Thema Reparatur hier sehen. Ja, vielen Dank. Ich sage erstmal auch danke, dass ich hier dabei sein darf. In München eine Make Munich zu haben, ist ein hervorragendes Beispiel, dass wir nicht verzweifeln müssen. Denn eigentlich müsste man angesichts des Zustands unserer Erde verzweifeln. Aber der Tom hat ja gerade schon sehr schön ausgeführt, dass es einen Kulturwandel bedarf. Eigentlich ist es kein Kulturwandel, sondern es wäre nur die Erinnerung, die Rückbesinnung auf das, was die Menschheit 10.000 Jahre lang erfolgreich gemacht hat. Nämlich Dinge nicht zu verwerfen, Dinge zu reparieren, die kaputt gegangen sind. Denn Kultur, denn Reparatur ist ein niederschwelliger Zugang eigentlich zu der Frage, wie kann ich mein Leben meistern? Denn wenn man sein Leben meistern will, muss man clever sein. Man muss Techniken erlernen und am besten schon im Jugendalter, die damit zu tun haben mit der Frage, woran liegt es denn, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle? Wie ist der detektivistische Zugang zur Ursachen-Wirkungsprinzip-Forschung? Wenn etwas kaputt ist, muss ich mir ja die Frage stellen, woran liegt es? Welchen Weg gehe ich, um so einen Fehler zu analysieren, gegebenenfalls zu reparieren, auf dem Weg dorthin mitzunehmen, die Idee, wie großartig war die Idee des Erfinders, des Entdeckers, der zum Beispiel diesen Gegenstand ersonnen und gebaut hat. Aber natürlich auch möchte ich mit diesem Schlagwort die Kultur der Reparatur darstellen, dass Reparatur nicht so ein Prozess ist, der auf der Werkbank im Keller von Blauhemd-Kariert-Hemdträgern stattfindet, sondern dass Reparatur ein intellektueller Prozess ist, der sowohl die Seele, das Herz, aber auch die Hände, das Haptische, das Denken, das Fühlen, das Werkeln, das Arbeiten, das Probieren, das Trial and Error herausfordert. Reparatur ist sozusagen ein Gesamtlebensprozess. Mhm. Und vielleicht noch der letzte Gedanke im Moment dazu. Wir könnten alle hier nicht sitzen, wenn nicht das Leben, das Prinzip der Reparatur, und jetzt komme ich zur Bio- oder Nanotechnologie, wenn nicht das Leben, das Prinzip der Reparatur von Anfang an implementiert hätte. Denn als schon Leben vor 3,4 Milliarden Jahren auf der Erde entstanden ist, haben sich Reparaturmechanismen bilden müssen, um dieses System an genetischen Code und Protein, also das, was Leben ausmacht, überhaupt zu erschaffen und heute auch zu erhalten. Denn jede Sekunde werden in unserem Körper Tausende von Reparaturmechanismen ständig ausgeführt. Wir könnten keine Sekunde überleben ohne dieses natürliche Prinzip. Ja. Und jetzt haben wir die letzten 50 Jahre gedacht, wir können das vergessen, wir können das verlassen, wir können eine Wegwerfgesellschaft werden. Das ist vollkommen akulturell, das ist eine Herausgehensweise aus der Menschheitsgeschichte, die wir uns nicht länger leisten können, denn wir haben nur diese eine Erde. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Statement. Sie haben jetzt in dem Statement aber auch ausgeführt, dass eben viele Tätigkeiten, Prozesse mit dabei sind. Das setzt ja eigentlich, wie gesagt, Kompetenzen voraus, um in der Lage zu sein, zu reparieren. Und auf der anderen Seite gibt es verschiedene Analysen und Statistiken, globale Statistiken, wonach man in verschiedenen Regionen bei uns auf dem Globus eine höhere Bereitschaft für überhaupt Reparatur oder Reparierbarkeit feststellen kann, als wir in anderen Regionen. Könnte das auch kultureller Einfluss sein, der das bedingt, dass es eben, wie gesagt, Bevölkerungsgruppen gibt, die gar nicht so sehr drauf, ich sag mal, getrimmt sind, um Geräte zu reparieren, sondern man da lieber ersetzt? Naja, wir leiden natürlich unter der Verbildung des Wohlstands. Ja. Nur der Wohlstand, der ja nach dem Krieg sozusagen eine Herausforderung war, wieder genügend zu essen zu haben, wieder genügend zum Leben zu haben. Ja. Das hat sich aber schleichend, plötzlich hat sich eingeschlichen die Idee, man kann verwerfen, man kann wegwerfen, man hat es übertrieben. Karl Friedrich von Weizsäcker hat mal dieses schöne Bild benutzt, der Philosoph, wir haben uns beim Ersteigen des Berges
in einer Wand verstiegen und wissen jetzt nicht mehr, wie wir runterkommen. Also zu Ihrer Frage, wir leiden am Wohlstand an dieser Stelle. Wir leiden an der Gier der Menschen, immer mehr haben zu müssen und eigentlich nicht wissen, was sie mit diesem Mehr anfangen sollen. Ja. In anderen Gesellschaften ist es noch lange nicht so. In anderen Gesellschaften ist man noch viel näher daran, an der Vernünftigkeit, an dem Wertschätzen von Dingen, an der Achtsamkeit, nicht nur gegenüber den Mitgeschöpfen und gegenüber den Mitmenschen, sondern auch gegenüber den Dingen. Und wir in den Wohlstandsgesellschaften haben uns leider verstiegen, haben das ein Stück weit leider vergessen. Sie alle, die Sie hier sitzen, natürlich nicht, aber die Mehrheit der Bevölkerung leider. Und es kommt darauf an, dass wir die Politiker dazu zwingen, und dass wir die Hersteller von Objekten, von Gebrauchsgegenständen dazu zwingen, so wie der Tom das auch sagt, ein Recht auf Reparatur einfordern, gesetzlich, da schließe ich mich hundertprozentig an. Ja, ich würde gerne noch, bitte, das ist ein Beifall wert allemal. Wir werden ja im Moment unterstützt durch sehr jugendliche Initiativen, weil wir eben es nicht schaffen oder geschafft haben bisher, die Politiker auch dazu zu zwingen. Ich würde gerne nochmal auf andere Aspekte der Reparatur, wie vorher schon angedeutet, eingehen. Das heißt eher so in der Richtung reparieren statt Ersatz, was jetzt weniger für billige Klein- oder Konsumgüter vielleicht die zentrale Frage ist, aber sicher ganz zentral eine Frage ist dann, wenn es um Bausubstanz oder um Erhaltung oder sowas geht. Die Frau Langenberg ist in dem Themenbereich aktiv und da würde ich Sie oder dich bitten, da vielleicht ein paar Sachen zur Erklärung dazu anzumerken. Bitte. Ja, ich bin in gewisser Weise natürlich Exotin aus dem Bereich Architektur, weil es da also nicht um Geräte geht. Andererseits geht es um Objekte, in denen sehr vielen Ressourcen stecken. Und wenn im Bauwesen das Bauwesen ähnlich, mit einer ähnlichen Wegwerfmentalität vorgeht, wie das sonst im Alltag zu beobachten ist, dann bekommen wir ein Müllproblem, mit dem wir, dagegen sind die kleinen Geräte erstmal gar nichts, weil der Bausektor ist einer der größten Müllverursacher. Und da geht es mir eigentlich in diesem Kurs, den ich initiiert habe, im Reparaturkurs mit Architekturstudien, geht es darum, eigentlich dafür zu sensibilisieren, die Reparaturfähigkeit wieder einzuplanen, sich nicht damit abzufinden, dass der Ersatz der Normalfall ist. Und zwar nicht nur der Ersatz von einzelnen Bauteilen, Konstruktionen, auch mittlerweile, wenn Sie sich umschauen, wie viele Bauten verschwinden, der Ersatz eines Bauwerks anstatt eine Wiederherstellung, ein Umbau, eine Reparatur ist zum Normalfall geworden. Überall in der Stadt sehen Sie das. Und wenn Sie ein Bauwerk abreißen, ist das ein sehr viel größeres Problem, eben wie ich gesagt habe, als wenn Sie Ihr Telefon oder Ihr Kleingerät oder irgendwas wegwerfen. Da sind wir also in ganz anderen Dimensionen und da braucht es ein Umdenken. Die Architekten sind es vielleicht gar nicht, es ist auch die Bauwirtschaft, die natürlich so agiert. Es sind Wärmeverordnungen, die da auch mit reinspielen, ganz viele verschiedene Aspekte. Und ich versuche die Architekturstudierenden, also die nächste Generation, dahin zu kommen, dass sie sich eigentlich auch dagegen wehrt, dass sie sagen, wir planen, wir bauen unsere Konstruktionen wieder so, dass man sie reparieren kann. Weil viele Dinge auch im Bauwesen, Konstruktionen, können Sie auch nicht öffnen. Es gibt Fassaden, die können Sie nicht öffnen, Fenster können Sie nicht reparieren und die sind auch so gedacht. Und die Idee ist eben, dass man da sich wieder drauf besinnt. Wir haben diese Konstruktionen alles, es gibt sehr viele alte Gebäude, die kann ich alle reparieren. Wieso kann ich die alten reparieren und die neuen eben nicht mehr? Und da sich eben drauf zu besinnen. Genau, da ist ein kleiner Werbeblock, genau, auch da gibt es ein Buch zu, am Stand der Hochschule München zu kaufen, das heißt Reparatur, Anstiftung zum Denken und Machen, also hier eigentlich eine perfekte Verbindung mit der Anstiftung rechts. Und da ist zum Beispiel auch ein einführendes Gespräch zum Thema zwischen Wolfgang Heckel und mir drin. Danke auch für die Ausführungen. Ich hatte Ihnen ja vorher gesagt, dass ich von den Wirtschaftsingenieuren komme. Wirtschaftsingenieure beschäftigen sich mit der Schaffung von Gütern und mit allen damit verknüpften Prozessen, sowohl organisatorische wie technische Prozesse. Und wir sind es ursprünglich oder ursächlich gewohnt, in Prozessen, aber vor allen Dingen in Kreisläufen zu denken. Was hat denn jetzt nun Reparatur statt Ersatz oder beispielsweise die These Reparierbarkeit als Produktmerkmal mit den jeweiligen Gerätschaften oder Geräten zu tun? Und dazu würde ich meinen Kollegen, den Robert Meyer-Staude, um ein paar Ausführungen dazu bitten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich auch erstmal bedanken, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, die Veranstaltung finde ich wunderbar und ich finde auch wunderbar, dass jetzt hier so viele sind, um mit zu diskutieren und auf jeden Fall ja, mehr diskutieren als zuhören hoffentlich. Kleine Anmerkung, die Produktentwickler haben ja extra Schrauben erfunden, die der normale Mensch nicht öffnen kann, damit man die Geräte nicht mehr aufmachen kann. Die haben das nicht gemacht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie sich natürlich was dabei gedacht haben. Also, ich sage, jeder Entwickler eines langlebigen Gebrauchsgutes, ob das jetzt theoretisch ein Mobilfunkgerät ist oder eine Waschmaschine oder auch ein PKW, der kann heute als Team natürlich dieses Gerät so bauen, dass es unendlich lange lebt. Aber die Wirtschaft und der Markt will das nicht. Das ist die eigentliche Motivation. Wenn der Markt das fordern würde, dann würden diese Geräte auch gebaut werden. Ich sag mal, die Entwickler können das und die Entwickler können auch reparierfähige Produkte bauen. Wir wissen, wie das funktioniert. Jeder Konstrukteur, auch jeder Wirtschaftsingenieur, lernt in seinem Studium Product Lifecycle Management. Product Lifecycle Management heißt im Prinzip ja irgendwie Produktlebenszyklus. Tatsächlich wird gedacht in einer Welt immer noch von der Wiege, von der Produktentstehung bis zur Bahre. Und was wir eigentlich nur schaffen müssen, in Anführungszeichen, ist, dieses Wort tatsächlich mit Leben zu füllen, dass man wirklich anfängt, bei der Entwicklung in Kreisläufen zu denken. Und hier gibt es für mich zwei wesentliche Ansatzpunkte. Der eine ist natürlich, was jetzt hier auch schon angeklungen ist, Gesetze, Verordnungen, Siegel, dass man sagt, wir müssen den Hersteller dazu zwingen, das zu tun. Ich glaube, das ist nicht die ganze Antwort. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir in einer marktwirtschaftlichen Umgebung leben und wir müssen verstehen, wie wir es schaffen, den Anreiz sowohl beim Konsumenten als auch beim Hersteller zu schaffen, dass sie tatsächlich versuchen, in Kreisläufen zu denken. Und wenn sie das wollen, und zwar sowohl diese vielen uneinsichtigen Konsumenten, die in Wahrheit sind die Konsumenten schuld, die jetzt nächsten Monat ihre Handys alle wegschmeißen und sich ein faltbares Handy kaufen, ist so. Und die Hersteller reagieren ja nur auf das, was die Konsumenten wollen. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, Sie alle sind anders, weil Sie sind ja hier. Ich glaube nicht, dass wir alle anders sind. Ich glaube schon, dass wir alle, dass dieser Anreiz für uns da ist, genau dieses faltbare Handy zu kaufen oder diese wunderschöne neue Waschmaschine. Also wir müssen uns alle gemeinsam diesen Anreiz zu geben, in Kreisläufen zu denken. Was ich immer meinen Studenten gerne zeige, ist dann eben nicht die DNA zum Beispiel, das ist mir zu kompliziert. Ich zeige ihnen den Apfelbaum und wie vom Apfelbaum wieder ein neuer Apfelbaum entsteht und gleichzeitig die Lebensgrundlagen gestärkt werden. So, jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen Anreiz gegeben zu einer schönen Diskussion und nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also dieser An... bitte. Diese Aufforderung zur Diskussion würde ich gerne nochmal ins Auditorium an Sie weitergeben, wenn Sie also Beiträge oder Fragen oder sowas haben, würde ich Sie nur um Handzeichen, da drüben hätten wir den ersten Beitrag. Es kommt jemand zu Ihnen mit dem Mikrofon? Zwei, okay. Hallo, mein Name ist Lara Lüttke-Spatz vom Netzwerk Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern. Vielen Dank für diese sehr spannenden Beiträge. Eine kurze Frage, geplante Obsoleszenz ist Ihnen kein Fremdwort, aber unsere bayerische Wirtschaft zumindest würde nicht funktionieren, wenn wir diese verpflichtend einfordern würden. Schauen Sie sich die bayerische Nachhaltigkeitsstrategie an. Nachhaltigkeit wird gleichgesetzt mit Wirtschaftswachstum, wenn ich das etwas überspitzt formuliere. Und unser Wirtschaftssystem funktioniert nicht, glaube ich, wenn wir eine geplante Obsoleszenz verbieten. Ich würde es mir sehr wünschen.
Aber wenn Sie das schaffen, ich unterstütze Sie alle vier sofort. Da würde ich gerne dazu anmerken wollen, wir hatten auch noch heute fürs Podium eingeladen, einen Vertreter oder Vertreterin aus der Wirtschaft von einem Großunternehmen. Die haben leider kurzfristig abgesagt, haben aber hier einige Beiträge dazu. Und wir hatten auch jemand eingeladen, weil ich Ihnen hernach gerne noch ein Projekt vorstellen würde. Hier aber dazu sage ich dann später was. Jemand von der Politik, das heißt vom Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Die sind aber noch nicht gar so weit. Und ansonsten stimme ich Ihnen zu, aber wie der Robert ausgeführt hat, denken wir ja grundsätzlich sowieso in Kreisläufen, ob da irgendwo eine geplante Obsoleszenz beispielsweise mit dabei ist und man hernach die Sachen sortenrein wieder recyceln kann, um sie dem Kreislauf wieder zuzuführen, macht dann keinen Unterschied, ob ich eine kurze oder eine lange Obsoleszenz beispielsweise habe. Hier war noch eine Wortmeldung. Bitte, Entschuldigung. Beitrag? Sorry. Ja, ich würde ganz gerne da wegen der Kreislaufwirtschaft einsteigen auch. Ich meine, wir reden über Reparatur und Reparatur ist was ganz anderes als Recycling, das ist so. Und Reparatur ist eigentlich das Prinzip der Vermeidung erstmal von Müll. Und ich glaube, gut, jetzt im Bauwesen ist es auf jeden Fall die Sache, die Sachen einfach länger zu nutzen. Und in dem Moment, wo Reparaturfähigkeit gegeben ist, ob das der Konsument, also der Benutzer letztlich selber machen muss oder ob das wenigstens ob es überhaupt möglich ist, dass ein Handwerker das macht, das wäre ja auch schon mal was. Aber mittlerweile ist es ja so normal, dass ich gebe es gleich weiter oder zurück und es ist, also ja. Das Müllproblem, das Ressourcenproblem werden wir nicht lösen, wenn wir einfach noch schneller im Kreislauf unser Telefon konsumieren, wieder zurückgeben. Ich meine, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder in den Kreislauf zurückgeht, ist, glaube ich, immer noch sehr gering. Länger nutzen. Also ja. Länger nutzen, das ist das Robert? Wichtige. Also ich wollte noch sagen, länger nutzen ist das Richtige. Okay. Nee, hier. Also wenn ich jetzt den Anschein erweckt habe, ich möchte hier eine Kreislaufwirtschaft erschaffen, wo wir möglichst viele Güter möglichst schnell im Kreis fahren, dann ist es natürlich völlig falsch. Also ganz oben steht natürlich, wenn wir über Ressourcenschonung nachdenken, die Langlebigkeit der Güter, das ist eindeutig. Da können wir jede Ökobilanz für jedes Produkt rausziehen und es wird immer das Ergebnis sein, ganz klar. Hier war noch eine Frage. Ich hatte noch eine Frage, Entschuldigung. Bitte, ich jetzt, du hast eine die Frage. Geplante Obsoleszenz, soll ich da jetzt widersprechen oder? Nein. Also geplante Obsoleszenz heißt, man plant, dass ein Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich der Worst Case. Also das ist das Schlimmste, was ich als Entwickler machen kann, ganz klar. Ich denke, wir alle unterschreiben sofort. Das Wichtigste ist, dass die Produkte so lange wie möglich leben. Ja, aber wenn der Kunde doch jedes Jahr ein neues Handy will, warum soll ich denn dann ein Handy bauen, das 10 Jahre hält? Keine Ahnung. Also dieser Hinweis, wenn ich das richtig verstanden habe, würde geplante Obsoleszenz, wobei ja noch gar nicht sicher ist, ob es das überhaupt gibt oder nicht, würde man das verbieten sozusagen, dann würde das Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Wenn wir es nicht verbieten sozusagen, wird es auf jeden Fall zusammenbrechen. Denn weil wir dann den gesamten Planeten vernichten. Also insofern ist die Entscheidung da vielleicht relativ einfach. Aber solange es zum Beispiel gelingt, dass Marketing und Werbung uns suggeriert, zum Beispiel bei dem neu gebauten Waschmaschinenprodukt, wir kaufen eine besonders energieeffiziente Waschmaschine und tun durch diesen Neukauf und den Abwrackprozess der alten Maschine der Umwelt etwas Gutes. Solange das geht, solange diese Verblödungsmaschine da sein darf, solange wird es auch dieses Müllproblem geben. Hm. Denn, anderes Beispiel, auch ein nachhaltig produziertes Laptop muss über 10 Jahre benutzt werden, um den Energieverbrauch bei der Herstellung wieder reinzuspielen. Es ist einfach Unsinn anzunehmen, dass das geht. Deswegen ist dieser Kulturwandel eigentlich der wahre Hebel, indem wir ein anderes Verhältnis zu den Dingen aufbauen und Reparierbarkeit sowas wie ein neues Qualitätsmerkmal wird. Und dass das übrigens wirtschaftlich so gut funktioniert. Wenn wir das schaffen, dass es ein Produktmerkmal und Gerätemerkmal wird, dann glaube ich, haben wir auch den kulturellen Wechsel oder zumindest einen Wechsel im Mindset hinbekommen. Ich würde gern den Teilnehmer hier noch zu Wort kommen lassen. Okay. Mein Name ist Alfred Adner.
der technischen Seite bin ich also sehr gut zugetan, selbst als Mitarbeiter in Reparaturcafé, als Leser von Wolfgang Heckel seinem Buch, als Kontakt zum Tom, seiner Organisation und seinen Mitarbeitern und auch nicht zuletzt als Funkamateur. Also die Technik ist mir ganz klar und ich verstehe das alles. Und um jetzt den Faden da auch noch weiterzuführen, dieser Kulturwandel, ich glaube, wir müssen auch versuchen, selber über diesen eigenen Schatten zu springen, beziehungsweise uns etwas zu lösen vor der ganzen Marketing- und Verkaufsstrategie der Firmen, dass sie uns immer einreden, dass ich jetzt ein faltbares Handy brauche, etc. und pp. Aber darauf möchte ich gar nicht aus. Meine Frage geht jetzt mal als total Fremder in puncto Architektur an die Frau Langenberg. Wie kriegt ihr das hin oder wie bringen Sie das rüber, den Modegedanken? Weil hier ist es ja doch ein bisschen anders wie bei technischen Geräten, wenn man bedenkt, wie vor 30 Jahren, sage ich jetzt mal als Hausnummer, Gebäude gebaut wurden und zwar rein von der Designsache her, wie man heute baut. Hat also gar nichts mit Technik und Funktion zu tun, sondern rein dieser Designgedanke. Und wenn ich dann die Brücke schlage zu dem, was Sie sagen, also nicht wegreißen, sondern reparieren. Wie geht das zusammen? Wie können wir sich da von dieser Mode, von dem Modegedanken zu lösen und sagen, okay, das ist genauso schön wie das Haus vor 40 Jahren, kann ich heute auch noch weitermachen. Mhm. Bitte. Ja, also der Modegedanke ist jetzt für das Thema der Reparaturfähigkeit oder auch für das Ressourcenthema mal zweitrangig, würde ich sagen. Also die Haupt, wenn wir jetzt wirklich über Material sprechen, über Ressourcen, Energie, das steckt im Rohbau. Und zwar, also der größte Teil, 90%. Und selbst wenn ein Gebäude jetzt zum Beispiel aus den 60er Jahren, die Bauten werden jetzt als nicht mehr schön wahrgenommen, beispielsweise, die Bauten, die kann ich zum größten Teil reparieren, die sind meistens so konstruiert, dass ich die Fassade relativ leicht wechseln kann. Also eine Anpassung an einen aktuellen Modegeschmack ist sehr einfach möglich, ohne dafür sehr, sehr viel Ressourcen zu verlieren. Natürlich eine Aluminiumfassade aus den 50er oder 60er Jahren, da stecken auch viele Ressourcen drin, aber im Vergleich zur Beton, zum Stahlbeton beispielsweise, was das meiste ausmacht, ist das vergleichsweise wenig. Das Wesentliche ist, dass ich Konstruktionen trennen kann zum Beispiel, dass ich also Fenster auswechseln kann, dass ich nicht alles so miteinander verbinde, dass es so dicht ist beispielsweise, dass ich es nicht mehr öffnen kann oder Spezialisten brauche oder hochtechnisierte Haustechnik ist reparaturanfällig. Ja, es gab eine Zeit, da war der Sonnenschutz zwischen den Glasscheiben. Da kommen Sie selber nicht dran, da können Sie nicht einfach irgendwie das reparieren. Und das sind Sachen, so Modeerscheinungen gewisserweise auch, die sind schwierig und da muss man eigentlich agieren. Aber wie das Gebäude gestaltet ist, ist dafür eigentlich zweitrangig. Aber ganz kurz, um da noch drauf anzugehen, ist die Frage tatsächlich mit den Ressourcen und mit dem, wie viel graue Energie steckt da drin. Wenn wir im Bauwesen das bilanzieren müssten, die graue Energie in die Energiebilanz einrechnen würden, dann würde sich kein Abriss lohnen. Es wird bis heute, obwohl man sich dessen bewusst ist, es wird nicht eingerechnet. Das ist so. Es heißt, das Gebäude ist energetisch nicht tragbar quasi. Ich muss es aus energetischen Gründen abbrechen. Und das stimmt, weil die Gebäude viel mehr Energie verbrauchen als vielleicht ein neueres, besser gedämmtes Gebäude. In dem Moment, wo ich die graue Energie einrechne, ist diese These hinfällig. Muss ich das Bauwerk immer mindestens 20 Jahre noch stehen lassen? Mhm. Das ist so. Also hierbei geht es um Energiebilanzen. Vielleicht haben Sie letzte Woche den Beitrag in der ZDF-Reihe Planet E gesehen. Wir drucken uns die Welt, wo diese Euphorie, die man im Moment feststellen kann, mit additiver Fertigung, 3D-Druck und so weiter, ordentlich relativiert wurde. Ich würde gerne in die Diskussion einen Aspekt der Pädagogik und so weiter mit reinbringen. Es ist zwar vorher schon angeklungen, aber wir kommen ja, oder wir Professoren von der Hochschule München, aber eben auch solche Initiativen wie Anstiftung oder Repair-Cafés und wie das alles heißt, müssen ja Leute letztendlich auch dazu befähigen. Wir von der Ausbildungsseite her, hier vielleicht von der Seite dann, dass man anlernt, wie kann ich was reparieren. Vielleicht gibt es da noch ein paar Anmerkungen oder Ansätze dazu. Was würden Sie da empfehlen oder wie sind Sie da unterwegs, Herr Hansi? Ich kann gerne den ersten Aufschlag machen, denn Reparaturcafé bedeutet gegenseitige Befähigung. Das heißt lernen und sich gegenseitig was zeigen, was beibringen auf Augenhöhe. Da gibt es keinen Lehrer, Lehrerin, keine Schüler, Schülerin.
nicht den Meister und den Laien, sondern die sind alle auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich ein sehr angenehmes Setting, weil man dann so ohne Erfolgsdruck miteinander verfahren kann. Mhm. Die Voraussetzung dafür ist natürlich eine entspannte Umgebung, wo das Tun selbst nicht zum Beispiel dem Erwerb eines Scheins in der Universität oder so unterworfen ist, sondern wo man dieses explorative Aufschrauben, den Versuch des Reparierens um seiner selbst willen machen kann, für die Selbstbildung. Okay. Und nicht um im Beruf dann besser voranzukommen. Das heißt, oder so. Sie würden Leute, die in irgendeiner Form eine geringe Ambition zumindest haben in Sachen Reparatur, auch dazu ermuntern wollen, dass sie bei ihren Initiativen einfach mitmachen und vorbeischauen. Dann wird man befähigt. Jeder ist dort eingeladen und man muss eben nicht mit bereits Reparatur-Know-how oder sonstigen Wissen da anrücken, sondern das ist gerade das Schöne. Man kann als leeres Blatt mit einem kaputten Gegenstand da hinkommen und dann findet man Leute, mit denen zusammen man das eben reparieren kann oder zumindest den Versuch unternimmt. Eine Erfolgsquote von 50-80% ist keine Seltenheit, denn oft sind es minimale Schäden. Ja. Das heißt, dieses gegenseitige Lernen macht man, indem man es zusammen probiert und tut. Ja. Und immer denn, wenn man an eine Grenze stößt, fragt man den Nebenmann, die Nebenfrau, was derjenige, diejenige dazu zu sagen hat oder weiß. Und so tragen viele bei zu so einem Wissensschatz, zu einer Wissensallmende. Hat er das Deutsche Museum auch Angebote für die Jugend beispielsweise in dem Bereich? Jetzt geben Sie mir wieder Gelegenheit, einen Werbeblock einzuschalten. Gerne. Ja, selbstverständlich. Wir haben vom Repair-Café über das Kinderreich für jede Altersstufe zerbasteln von Objekten, von Computern, um zu schauen, was ist da überhaupt drin. Wir haben eine neue Initiative, dass wir einen Mittelwellenradiosender, Radio Eule 1600 Kilohertz, wieder einrichten. Wir haben eine Sendelizenz erworben. Wir haben ersten Probebetrieb. Kinder können einen Mittelwellensender basteln. Sie können auch ein Radioprogramm machen. Sie können verstehen, wie elektromagnetische Wellen durch den nicht existierenden Äther. Aber ich wollte eigentlich noch was Wichtigeres sagen. Gerne. Sie haben vorhin über die Wachstumsgesellschaft gesprochen. Wenn Sie beobachtet haben, was in Davos dieses Jahr geschehen ist, dann haben Sie auch gesehen, dass moderne ökonomische Theorien schon längst nicht mehr davon ausgehen, dass Wachstum Voraussetzung für Wohlstand ist. Es ist das Gegenteil mittlerweile der Fall. Denn wie wir alle wissen, ist beispielsweise ein Wachstum um 7% eine Verdopplung in 10 Jahren. Das heißt also, wenn unsere Automobile, beispielsweise die Zahl der Automobile, um 7% im Jahr wachsen würden, hätten wir in 10 Jahren doppelt so viele Automobile auf unseren Straßen. Es ist unmöglich, die Idee des Wachstums als Voraussetzung für Wohlstand in der heutigen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Die einzigen Lebewesen, die das tun, sind Bakterien. Die wachsen ohne Ende, töten dabei aber ihren Wirt und sich selbst am Ende. Wir als Menschen sollten nicht dieses Schicksal der Bakterien gehen und an unbegrenztes Wachstum glauben. Wir wissen das seit dem Club of Rome, wir wissen das eigentlich seit den 70er Jahren. Es gibt moderne, wie gesagt, ökonomische Theorien, die dieses Wachstum als Voraussetzung für Wohlstand schon längst als Bullshit gekennzeichnet haben. Dann würde es aber auch nicht mehr Sinn machen, wenn es um wirtschaftliche Entwicklungen beispielsweise der Bundesregierung geht, regelmäßig auf positive Wachstumszahlen abzuheben. Bin ich bedingt. Also es ist doch klar, wir müssen wachsen in Empathie, wir müssen wachsen in der Zahl der Menschen, die alte Leute betreuen, in unserer Gesellschaft, wo wir auf eine alternde Gesellschaft zugehen. Wir müssen wachsen in der Idee, dass wir cleverer und gescheiter werden, die Güter dieser Erde gerecht zu verteilen auf dieser Erde. Da müssen wir wachsen. Wir haben qualitatives Wachstum nötig, aber doch nicht konsumistisches Wachstum. Das ist doch doch das Ende der Erde. Ja, sehr gut. Wie findet es Eingang in Ausbildung? Was wird da aktuell unternommen, beispielsweise bei den Architekten, bei dir, Silke, um also, das den Leuten schon mal näher zu bringen, um den Boden zu bereiten, dass man vielleicht in der nächsten, übernächsten Generation diesen Mindset-Wechsel hinbekommen, den der Herr Heckler gerade geschildert hat. Also ich habe diesen Reparaturkurs ja initiiert vor einigen Jahren und der ist jetzt so zu einem Selbstläufer geworden und findet auch großen Anklang. Das ist eigentlich sehr schön. Wir haben den Kurs auch geöffnet. Die Designer kamen irgendwann dazu. Mhm. Jetzt haben wir ihn auch so über diesen virtuelle Hochschule Bayern, dass also eigentlich jeder daran teilnehmen kann, an allen bayerischen Hochschulen geöffnet.
Und das wird, also wie gesagt, es wird gut nachgefragt. Was ich aber merke, ist, dass diese Kultur des Reparierens so richtig bei der nächsten Generation noch nicht da ist, dass sie aber eigentlich sehr offen dafür ist, muss ich sagen. Wenn ich da frage, wer von euch hat schon mal einen Stecker repariert, hat den schon mal aufgeschraubt, dann haben, also es waren sehr wenige Hände, die hochgingen. Das fand ich sehr schlimm. Und wer kann alles? Ja, wir fragen hier mal. Okay, wer von Ihnen hat schon mal einen Stecker aufgeschraubt? Oh. Okay, gut. Wer hat es nicht gemacht und warum? Falsches Publikum. Okay, aber da, gut, aber da würde ich jetzt nochmal fragen, wer von Ihnen hat ein Telefon, was er reparieren kann selber? Gott, so war ich auch. Gut. Gut, sehr schön. Auch okay. Erheblich mehr als bei mir in der Vorlesung. Ja. Aber dadurch, dass man darauf aufmerksam macht, auch dass es Alternativen gibt, das zeigt, ich glaube, ich hoffe, dass das zum Nachdenken anregt. Und die Studierenden in dem Kurs, wenn sie es einmal gemacht haben und gemerkt haben, es geht, dann, ich hoffe, sie machen es wieder. Ich müsste sie ab eben zwei reinlaufen sehen, die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht öffentlich äußern von meinen Studenten. Ich hoffe, dass das im Kopf bleibt, dass es dann also auch weitergetragen wird, einfach auch diese Idee. Es geht ja nicht darum, dass ich ihnen beibringe, den Stecker zu reparieren. Also nein, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ja. Aber zum Nachdenken anzuregen. Deshalb heißt das ja auch Anstiftung zum Denken und Machen. Also möglichst beides, aber vor allem, dass es wieder eine Kultur wird, dass man das auch nachfragt. Und selbst wenn man es selber nicht reparieren kann, dass man beim Kauf der Produkte, da sind wir jetzt bei dem, was Thomas auch gesagt hat, beim Kauf der Produkte darauf achtet, dass es überhaupt reparaturfähig ist. Ja. Das wäre ja auch schon. Robert, was machst du in deinen Kursen? Also, ich spreche jetzt mal nicht nur über meine Kurse, sondern über die Hochschule. Wir haben tatsächlich an der Hochschule München ein Absolventenprofilmerkmal Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir kein Profilmerkmal Reparierbarkeit, aber es ist sozusagen der größere Gedanke, dass wir lernen müssen, uns nachhaltig zu verhalten, mit den Ressourcen, auch mit der Gesellschaft natürlich. Also Gesellschaft ist ein wichtiger Aspekt. Und da lernt die Hochschule selber, wir sind also dabei, uns weiterzuentwickeln, in dem Sinne, dass wir sowas machen wie Real Projects, wo die Studenten also selber arbeiten und quasi lernen durch das eigene Handeln, was so in die Richtung geht, Reparaturcafé. Also nicht nur ein Dozent steht vorne und sagt, so ist es richtig, sondern die Studierenden dürfen selber ihre Probleme lösen, dürfen selber ihre Probleme angehen. Und es gibt einige von diesen Real Projects, die sich tatsächlich auch mit dem Aspekt Nachhaltigkeit beschäftigen. Also was heißt das? Was heißt zum Beispiel, unendliches Wachstum geht doch gar nicht, wenn ich mich nachhaltig verhalten möchte. Und diesen Widerspruch, den kann ich selber erarbeiten. Und das lernen wir als Hochschule tatsächlich gerade, wie Lehren auch funktionieren kann, eben nicht nur lehren, sondern lernen, dass die Studenten das selber machen. Und da gibt es zum Beispiel die Real Projects, da gibt es jetzt ein Learning Lab, wo tatsächlich Teams einfach Aufgaben bekommen, die Aufgaben selbst bewältigen und dadurch viel mehr lernen, als wenn vorne ein schlauer Kopf steht, der genau sagt, wie es funktioniert. Ja. Das heißt, das ist nicht jetzt speziell der Gedanke der Reparierbarkeit, aber immerhin der übergeordnete Gedanke, würde ich sagen, der Nachhaltigkeit, der schon gelebt wird, wobei es auch da, kann man schon ehrlich sagen, relativ zäh ist. Also die Wirklichkeit ist so, dass nicht alle Studierenden sagen, ja, endlich gibt es einen Kurs zum Thema Nachhaltigkeit, ich will, sondern es gibt schon sehr viele Studierende, die wollen gerne Marketing machen, die wollen gerne smarte Produkte machen und das Thema Nachhaltigkeit, das muss man immer wieder anschieben, Werbung machen, kein Selbstläufer. Ich habe vorher auf ein paar Wortmeldungen nicht reagiert, im Wesentlichen aus Zeitgründen. Gibt es im Moment Beiträge oder Wortmeldungen wieder? Hier drüben, bitte. Mein Name ist Michael Mayer. Was mir eben aufgefallen ist, dass die... Ein bisschen näher ran, nur näher ran. Die Frau hat eben gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr, eben die grauen Kosten. Und das gilt für alle Produkte. Diese Kosten, die wir hier verursachen, indem wir neue Produkte kaufen, die bezahlen ja nicht den Preis, der dahinter steckt, die Ressourcen, sondern nur den Preis, der die Arbeit kostet. Und solange das nicht passiert, wird auch keine Reparatur oder so weiter entstehen und keine weitere Reparaturkultur. Danke. Okay. Da war noch Wortmeldung. Hier, bitte.
diejenigen, die ich übersehe, mögen mir das bitte nachsehen. Bitte. Schönen guten Tag, Florian Ebner, mein Name. Ich möchte der Aussage widersprechen, dass der Endverbraucher immer schuld ist und dass der Endverbraucher immer fördert. Nach 2,5 Jahren bekomme ich kein Update mehr für mein Smartphone. Für meine Nachbarin ist der Besteckkasten in der Spülmaschine durchgerostet. Der Hersteller verlangt dafür 95 Euro. Und wenn man dann eine neue Spülmaschine kauft, deuten Milliardenkonzerne auf mich und sagen, ich will das ja, ich fordere das. Sehr gut. Statement dazu, bitte. Er ist der Bad Guy. Ja, der Bad Guy. Ja, ich bin gern der Bad Guy. Wir können auch nachher rausgehen, passt schon. Ja, was soll ich da sagen? Also, ich will nicht sagen, dass die Konsumenten an allem schuld sind, aber man sollte sich durchaus seiner Mitverantwortung bewusst sein. Ja, wenn ich nach Gauting zum Biobauern fahre und für mich und meine Nachbarn Eier kaufe, bin ich schuld am CO2-Ausstoß, weil ich dorthin fahre. Der Nachbar ist schuld, weil er einen Diesel 4 Euro fährt und Diesel jetzt böse ist und kriegt vom gleichen Hersteller jetzt einen Diesel Euro 6 und dann ist er wieder der Gute, bis der Diesel Euro 7 kommt. Also ja, ich fahre mit dem Fahrrad zum Beispiel oder mit der U-Bahn. Okay. Ja, auf jeden Fall nicht mit dem neuen dicken SUV, weil mein alter Diesel zu schlecht war und deswegen habe ich meinen alten Diesel jetzt weggeschmissen und habe mir einen neuen Diesel gekauft. Wenn ich mit den Öffentlichen ins Büro fahre, muss ich mir anhören, warum ich denn kein Homeoffice mache. Also egal, wie ich es mache, mache ich es als Verbraucher falsch und bin am Ende der Böse. Da würde ich zum Beispiel intervenieren. Ich komme gerade vom GFA-Kongress, Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, wo wir uns mit Arbeit in der Zukunft auseinandersetzen und da ist ein zentrales Thema gewesen, die Arbeitssicherheit, die richtigen arbeitsgerechten Produkte im Homeoffice. Wer schaut da drauf? Wer ist dafür verantwortlich? Also von daher ist nicht alles immer eine optimale Lösung und auch im Homeoffice nicht. Ja? Also ich würde dem Kollegen da ganz gerne einmal zumindest dann noch beipflichten. Also es ist natürlich, sagen wir mal so, es wird dem Konsumenten so schwer wie möglich auch gemacht, habe ich das den Eindruck. Und es braucht dafür eben auch diesen Wandel. Und natürlich stimmt es auch, je mehr Leute sich weigern, bestimmte Produkte zu kaufen, die jetzt zum Beispiel nicht reparaturfähig sind oder sowas. Also wenn wir jetzt alle kein iPhone mehr kaufen würden, dann würden die vielleicht das auch umbauen, dass es anders funktioniert. Aber viele Menschen interessiert es ja auch einfach überhaupt nicht. Ja? Mhm. Und wir sind ja jetzt hier, wie hast du es gerade gesagt, wir sind ja alle ja irgendeiner Meinung. Also die hier im Raum ticken ja wahrscheinlich ähnlich. Aber es gibt einfach sehr viele Menschen, denen ist es auch egal und wir müssen erstmal da ein Umdenken auch schaffen. Ja. Ja. Danke. Wir hätten noch, wenn Sie das Mikro bitte weitergeben, nach vorne Zeit für diesen einen Beitrag. Grüß Gott, mein Name ist Annegret Niederee und ich möchte mich damit anschließen, dass die Vermittlung einfach ein wichtiges Thema ist und dann möchte ich Sie alle anregen, doch die Wissenschaftstage weiterhin zu unterstützen und zu erhalten, weil das hat wirklich die Bevölkerung im Querschnitt und nicht nur an den Hochschulen angesprochen. Danke. Vielen Dank für den Beitrag. Wir kommen langsam zum Ende aus Zeitgründen. Wir müssen auch pünktlich aufhören. Ich darf darauf hinweisen, dass ja noch gleich links drüben, glaube ich, die Roboter-Challenge oder so ähnlich stattfindet. Also sicher eine spektakuläre Veranstaltung. Ich würde aber gerne in die Runde nochmal so ein Thema geben. Was haben Sie für Visionen? Was würden Sie sich wünschen? Ganz kurz gefasst. Vielleicht starten wir bei Ihnen, Herr Heckle, genau, für die Zukunft. Ich habe auf dem G7-Gipfel damals schon mir den Wunsch zurückhalten können. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Gesellschaft entwickeln, die sich nach dem Vorbild der Natur das molekulare und atomare Recycling entwickelt. Denn die Natur, wenn eine Pflanze wächst und die Mineralien aus dem Boden und den Kohlenstoff aus der Luft dafür benutzt, durch Selbstorganisationsprozesse eine wunderbare Blüte zu erschaffen und am Ende des Lebenszyklus alle Materialien atomar und molekular wieder zurückgibt in den Kreislauf, dann müssen wir uns dieses Vorbild ingenieurstechnisch als Ziel, als Vision vornehmen, dass wir auf der Erde alle Gebrauchskonsumgüter molekular, atomar in Zukunft recyceln. Das ist möglich, die Natur macht uns das vor, wir wissen nur noch nicht, wie das geht. Also Rückbesinnung auf die natürlichen Prozesse, die von Haus aus angelegt sind. Der Herr Hansing war jetzt die ganze Zeit schon so unruhig. Ja, ich wollte, jetzt muss es schon ein Schlussstatement werden, aber
das passt vielleicht auch dazu. Ich fand das sehr erfrischend, wie du das da gerade geschildert hast, wie schwierig es ist, für den Konsumenten eigentlich das Richtige zu tun. Und wenn er sich für eine Option entscheidet, ja, warum nicht B oder C? Es ist also, wie man es macht, es ist immer falsch. Deswegen meine Vision wäre eine Gesellschaft, wo die Einzelnen und die Kollektive sozusagen aufgewacht sind und sich nicht mehr auf diese Rolle des Konsumenten, der Konsumentin allein niederdrücken lassen. Dass man also quasi neu verhandelt, was man als Konsument so alles darf, kann und soll. Ich muss es kurz ausführen, im Dezember wurde ein neues Eco-Design-Package verabschiedet, also Öko-Design-Richtlinien. Das klingt erstmal wie ein totaler Sieg in die richtige Richtung. Zum ersten Mal wird es Herstellern vorgeschrieben, zum Beispiel für Waschmaschinen und Kühlschränke, die ab 2021 in Europa verkauft werden, auch mindestens 7 Jahre Ersatzteile zur Verfügung zu halten. Man denkt sich, jawohl, super, es geht was. Und dann, wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, oh, da hat von hinten durch die Brust ins Auge der Hersteller festgelegt, welche Ersatzteile für alle sind, sowas wie ein Türgriff zum Beispiel, und welche Ersatzteile nur für Vertragswerkstätten sind. Und so bescheuert es klingt, also ab 2021 wird bei bestimmten Kühlschränken es für sie alle nicht mehr möglich sein, sowas wie ein Leuchtmittel auszutauschen. Also eine Glühbirne im Kühlschrank zu wechseln. Also worauf ich hinaus will ist, es ist notwendig, dass wir alle, wir sind die Gesellschaft, jeder Einzelne, dass wir wachsam sind und versuchen, die Veränderung, die transformativen Prozesse, ja, die wir von Politik und Verwaltung uns eigentlich wünschen, kleinteilig im Alltag zu praktizieren, also vorzuleben. Wir müssen selbst initiieren. Genau, selber machen, sonst macht es niemand, wie schon beschrieben wurde, diese Schrauben, ja, zum Beispiel, die den Konsumenten ausschließen, die sind nur in der äußersten Hülle beim iPad zum, ja, Beispiel. Ja. Natürlich ist drin alles mit üblichen Schrauben versehen, denn es soll ja möglichst effektiv reparierbar sein. Es kostet ja alles Zeit und Zeit ist Geld und so weiter. Also sich nicht verscheißern lassen, das ist mein Wunsch und die Vision, ja, für die Zukunft, eine Gesellschaft, die sich nicht verarschen lässt von sich selbst. Silke, was würdest du dir für deinen Bereich wünschen? Bitte. Ja, dem kann ich mich schon eigentlich ganz gut anschließen und mit Blick auf den Hebocom, der gleich nebenan stattfindet und wo natürlich alle als Zuschauer dabei sein sollen, mache es jetzt ganz kurz. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir nicht mehr einfach Konsumenten sind, sondern wieder Nutzer. Und zwar möglichst gebildete Nutzer und möglichst anspruchsvolle Nutzer von den Dingen, mit denen wir, die wir kaufen, mit denen wir uns umgeben und die wir hoffentlich an die nächste Generation weitergeben, weil viele Dinge können wir gar nicht weitergeben an die nächste Generation und das ist doch eigentlich auch was Schönes. Okay, danke. Robert? Vision? Vision ist der Apfelbaum immer noch und ich setze tatsächlich sehr konkret auf sinnvolle Siegel und Vorschriften und gleichzeitig darauf, dass wir einen Weg finden, die Techniker dazu bewegen und die Unternehmen tatsächlich langlebige Produkte oder Produkte zu machen, die langlebig sein können. Und ich weiß, dass die Hersteller und die Ingenieure, dass sie das können, nur dass sie es im Moment nicht machen dürfen. Und ich hoffe, dass wir das, dass wir diesen Schwenk irgendwann schaffen und dafür brauchen wir sowohl die Unternehmen, wir brauchen den Markt, die Leute, die das in den Markt bringen und natürlich auch die Konsumenten. Also so viele kritische, denkende Menschen wie Sie, die jetzt hier tatsächlich versammelt sind. Das ist wunderbar. Danke. Ich würde gern zu guter Letzt Ihnen noch mit auf den Weg geben, dass wir nicht nur das, was wir jetzt gesagt haben, dann hernach auch wieder vergessen, sondern dass wir wirklich unterwegs sind. Wir haben ein Projekt initiiert bei uns an der Hochschule unter dem, ja, ich sage mal vielleicht etwas anglizistischen Begriff Conceptive Repairability. Es geht um diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft und in dem Zusammenhang zunächst mal, wie kann ich überhaupt eine Reparaturfähigkeit oder Reparierbarkeit eines Gerätes objektiv bewerten? Ja, wann kann ich sagen, ein Gerät A ist besser reparierbar als beispielsweise ein Gerät B? Und daraus würde man ganz gerne ableiten wollen, ein Labeling, das heißt ein Siegel, das auch schon ein paar Mal angesprochen wurde heute.
Uns ist auch klar, das sollen auch Studenten von uns untersuchen und dafür Lösungen suchen, dass wir dafür eine bestimmte Institution brauchen, eine möglichst unabhängige Institution. Wir sind uns noch nicht darüber im Klaren, wer der Träger einer solchen Institution sein soll, aber eines ist schon klar, diese Institution muss für die Objektivität in Zusammenhang mit Bewertung von Reparierfähigkeit oder Reparierbarkeit verantwortlich stehen und sie muss zum anderen auch in der Lage sein, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, die man für eine Reparatur braucht. Und zwar, wenn es geht, über ein ganz zentrales Portal. Und da ich ja oder ein Teil, mein Kollege, wir von den Wirtschaftsingenieuren kommt, ist uns auch ein ganz besonderes Anliegen, Wirtschaftsmodelle dafür, Geschäftsmodelle dafür zu entwickeln. Wir haben bereits Vorgespräche geführt mit Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Die sind auch in der Richtung unterwegs. Da stellen Sie sich beispielsweise so ein privates Leasing vor. Das heißt, wenn bei Ihnen Ihre Waschmaschine oder Kühlschrank kaputt geht, dann kriegen Sie am nächsten Tag ein repariertes Ersatzgerät. Das wird nicht Ihr Gerät sein, aber das wird ein repariertes Gerät sein. Und Ihr Gerät, das Sie abgegeben haben als defektes, wird wieder instand gesetzt, in Funktion gesetzt und dem Nächsten, der Bedarf hat, beispielsweise weitergegeben. Das ist ein völlig neues Geschäftsmodell, ein völlig neuer Ansatz. Ansätze könnten auch entstehen für Reparaturbetriebe. Sie alle sind es gewohnt, dass wenn Sie sich heute ein Produkt kaufen, beispielsweise bei Amazon, das in kürzester Zeit bei Ihnen vor der Türe steht, warum kann das nicht auch mit Reparaturen funktionieren? Also, es gibt unterschiedliche Ansätze und sicherlich verschiedene Geschäftsmodelle, die auch zukunftsfähig sind. Und das wollen wir gerne nicht nur in Zusammenarbeit mit der Industrie, sondern insbesondere auch mit Unterstützung verschiedener politischer Institutionen oder Einrichtungen, ich sprach vorher schon Staatsministerien an, ganz gerne weitertreiben. Da sind wir bereits unterwegs. So, und jetzt muss ich irgendwo das Ende finden. Also, ich darf mich sehr für Interesse, für Ihre Beiträge bedanken beim Auditorium, für die großartige Teilnahme. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, beim Herrn Hansing, beim Herrn Heckler, dass sie sich die Zeit genommen haben, um hier ein paar Statements abzugeben, Rede und Antwort zu stehen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen noch interessante Gespräche, einen angenehmen Aufenthalt auf der Messe und viel Spaß bei der Bot-Challenge oder wie das heißt, nebenan. Okay, danke schön.